Okay. Keiner zu Hause. Sind wirklich alle sehr nett hier, also. Ich hab jemand, der mich stalkt. Mein Chef will es mir nicht glauben. Rosiger Text. Ich kenne sie am besten. Vielleicht nicht so gut wie deine Mutter und dein Vater, aber schon bald werde ich die Nummer 1 sein. Sie sprach mit mir. Sie hat extra mein Handy aufgehoben, um es mir zu geben. Ich wusste, sie fühlte genauso wie ich. Es tat. Wir sind verliebt. Heute ist unser Jahrestag. Was? Ich glaube, heute bleiben wir einfach zu Hause. Noch warten. Ist ja fast. Oh, es schneit. Schön. Steht schon wieder dieser komische Van. Achso, die Frage des Tages habe ich nicht geändert. Das Auto springt nicht an. Ich muss den Bus nehmen. Aha. Komischer Zufall. Hier die Bushaltestelle, bitte. Ah ja. Bist du schon eingeschlafen, René? Hast du heute gut Temtem noch gespielt? Auf den Bus warten. Können Sie bitte schnell einsteigen? Nein, nein, Temtem suchten. Ah. Wieso habe ich jetzt plötzlich Herzschlag? Ach. Ei. Was gucken Sie so? Können Sie bitte... Danke. Hier eine ein oder ist hier meine Haltestelle? Anscheinend war hier meine Haltestelle. Und wo muss ich jetzt hin? Wieso piepst es gerade in meinem Ohr? Oh, das ist meine Arbeit. Was ist der denn? Nein. Gott, ey. Ah! Gott. Scheiße, hast du mich erschrocken. Lass mich in Ruhe, wenn ich auf der Toilette bin. Gott verdammt. Mach dich an die Arbeit. Schließ du mal die Türen hinter dir. Oh. Guten Tag. Hallo?
Ach so, sie haben schon bestellt. Entschuldigung. Okay, heute... Wieso kommen sie einfach rein und nichts bestellen? Was sind sie denn wieder für einer? So, Karamell Macchiato. Da kommt bestimmt dann auch aufgeschäumte Milch und Karamellsirup und Karamellsoße. Okay. Habe ich jetzt Eis reingemacht? Okay, nein. Gott sei Dank, wieso habe ich Eis gemacht? Sie können auch ihren Motor, ne, mal ausstellen. Schön, ich habe ihm das Fenster gegeben. So, was war's noch? Noch ein Karamell Macchiato. Okay. Weiß ich ja. Da reinwerfe. Schade, dass man immer die Sachen muss abstellen, um was reinzumachen. Also, ich weiß, die Schiller-Art-Spiele sind nicht die besten. Das ist immer da, okay. Tschüss. Gott, wie schnell die hier noch fahren, ne? Und noch jemand? Könnten sie aufhören, mich so anzustarren? Ich wollte übrigens gucken. Ah, der Business ist aber jetzt wieder da. Okay. So, guten Tag, die Dame. Ich hätte gerne ein Matcha Latte und einer von diesen Waffeln nehme ich auch. Eine Matcha Latte und eine Waffel. Genau, der Matcha Latte und die Waffel hier sind köstlich. Die beiden nehme ich immer. Freut mich, dass es Ihnen schmeckt. Nein, ich danke Ihnen dafür, dass Sie sie anbieten. Mein Sohn mag sie auch. Sind Sie alleine? Ich gebe Ihnen das hier, wenn Sie möchten. Diesen Rosenkranzarmband soll das Böse abhalten. Sie sollten es behalten. Ich habe eine ich habe es von einer Werbesendung im Fernsehen gekauft. Sie haben es in höchsten Tönen gelobt. Können Sie das glauben? Für 9.900 Yen. Oh, das ist schon in Ordnung. Ich habe davon sowieso eine ganze Menge. Heutzutage kann man kinderleicht alles mit dem Handy kaufen. Echt praktisch. Nur ein paar Knopfdrücke entfernt. Ja. Danke. Und der eine Mann, der kam rein und hat nichts getrunken und ist wieder gegangen. Das ist mir auch sehr suspekt. Eine Matcha Latte. Das war dann Milch, aufgeschäumte Milch mit Matcha Pulver und Vanillesirup. Das heißt, einmal den hier. Und eine amerikanische Waffel. Falsch.
rot. Bitte sehr, die Dame. Und hat auch die Tür wieder nicht geschlossen. Ja. Wieso sollten sie auch? Wieso sollten die Leute die Tür schließen? Wieso? Und noch eine Dame. So, jetzt lege ich mich hin. Was? Schon? Schwester, du bist echt süß. Kann es sein, dass du ein Model oder so bist? Nein, eigentlich nicht. Was für eine Verschwendung. Entschuldige, aber du solltest echt von deinem Stil Gebrauch machen. Soll ich dich in meine Agentur vermitteln? Gib mir deine Nummer. Sorry, ich glaube, das ist nichts für mich. Verstehe, mir egal, wenn du es bereust. Ich nehme ein Zeitel Karamell Mocha, bitte. Lol, ja, ich bin ein alter Mann. Ich bin älter als du. Kaffee, aufgeschäumte Milch, Karamellsirup, Haselnusssirup, Schokoladensauce. So, Kaffee. Ups. Aufgeschäumte Milch. Also du behältst deine Figur nicht, wenn du weiter so einen Mist trinkst. Das war's. Karamellsirup. Haselnusssirup. Haselnuss. Karamell, Schokoladensauce. Oh, ich hab deinen Zettel. So, bitte sehr. Ja, aber anscheinend noch fitter als ich. Ja, anscheinend. Wir bereiten einfach mal vor. Weiß ja nie. Da kommt noch ein Kunde. Ich hoffe, diesen Feierabend haben wir nicht so Probleme. Junge, zieh dir was an, es schneit draußen. Okay. Hey, hey, es ist nicht heiß heute. Ich nehme einen Karamell-Cappuccino. Entschuldigen Sie mich, Sir. Könnten Sie sich bitte was anziehen und keine Zähne machen? Kommen Sie schon. Ich bleibe nicht lange. Es wäre ein Desaster, wenn ein Kunde sich erkältet. Was? Machen Sie sich Sorgen um mich? Danke, aber es ist heiß heute. Es ist kalt draußen. Wir haben 1 Grad Celsius. Darf nichts mehr machen. Hallo? Ich will ihm nicht zugucken beim Tanzen. Ah, jetzt darf ich. Hallo? Ich krieg keine Bestellung von ihm, oder? Gut. Ich glaube, ich habe das Spiel getötet. Ja, ich würde den Kunden ja gerne bedienen. Ich darf aber nicht. Ach, schade. Was ist, wenn ich einfach seinen Karamell... Was war's? Zerkleinertes Eis, Kaffee, Milch und Karamellsirup.
Ich den einfach mache und ihm so gebe, geht das? Ja, da lachst du, ne? Das findest du schön, wenn hier jemand rumtanzt, halbnackt. Bitte. Hier, hier. Da steht ihr Getränk. Nehmen Sie. Ich glaube wirklich, ich habe das Spiel gerade getötet. Gott. Ja, dann machen wir mal den hier. Mal gucken, wenn ich jetzt Fortfahren drücke, was ich jetzt machen muss, wenn ich es neu aufmache. Okay, krieg's aber schon angezeigt wieder. Ja. Ich muss die ganze Schicht nochmal wiederholen. Meine, die VS-Filter angemacht. Macht wieder aus. So. Ja, keine Türen zu. Oh, nicht wir, die ganze Schicht nochmal. Oh. Was war das nochmal? Karamell Macchiato. War da nur noch Karamellsirup drin, war das so? Ah, und Karamellsoße, okay. Was auch schade ist, was eigentlich sehr cool beim Spiel, wenn so Leute kommen, die eine größere Bestellung haben, dass man einfach die paar Sachen könnte fertig machen und dann erst und dann alles zusammengeben könnte. Das geht leider aber auch nicht. So, was haben wir denn noch? Ah ja. Das waren die Dinger, ne? Der komische Mann sitzt auch schon wieder da. Jetzt kommt die eine Frau und dann noch die andere Frau und dann wieder der nackte Typ. Ich hoffe, diesmal töte ich das Spiel nicht. Guten Tag. Ich lese jetzt nicht nochmal alles. Dank für den Rosenkranz. So, sie war einmal amerikanische Waffe, glaube ich. Und ein Matcha-Dings war es, nein? Ja, eine Matcha-Latte. Ups, das war einmal aufgeschäumte Milch, Vanillesirup und Matcha-Pulver. Ups.
Easy. So. Kommt die andere noch an? Die wollte doch so ein Karamellding, ne? War das nicht so? Die sollte Karamell. Ich könnte einfach die noch nicht versteht. Mal anfangen. Karamell, Sirup, Haselnuss-Sirup und Schokoladensirup. Karamell, Haselnuss, Schokosauce und dann noch die aufgeschäumte Milch und dann ist fertig, ne? Ja. Guten Tag, jo, ja. So. Sehen Sie mal, wie schnell ich arbeite. Der eine wollte auch irgendeinen Kaffee. Ah, ne, der wollte einen Frappuccino. Auch schon mal. Oh, wir haben kein Eis reingemacht. Hauptsache, er mixt was. Weißt du nicht mehr, was für ein es war? Jo, Karamell wieder. Und da ist er schon. Gut, so, gute Nacht, Großer. Morgen zocken. Ich muss gucken, aber ich glaube, es dürfte mittags wieder kein Problem sein, ja. Hey, hey, es ist echt heiß. Ich nehme ein Karamell, ja. Entschuldigen Sie. Okay, wenn man den Satz nimmt, dass er Rücksicht auf Kunden soll nehmen, hängt sich das Spiel auf. Ich glaube, ich werde aber auch gleich... Okay, melde dich. Nachti. Nachti, René. Ich glaube, ich werde auch aufhören mit Streamen. Weil ich habe jetzt keinen Bock, wieder nochmal das alles hier zu machen. Diesmal komme ich sogar nicht mehr da raus. Na gut. Alte 4 halt, ne? Das triggert mich gerade so hart, ne? Wieso bleibt das Spiel da dauernd hängen? Okay, ich habe gerade nur ein Video gestartet, um zu gucken, der das auf Steam gepostet hat, wo auch der Typ tanzt, ob das bei dem auch da hängen bleibt, aber anscheinend nicht. Also muss ich wirklich aufpassen, wenn ich die eine Frage wähle, ist es einfach falsch, oder wie? Die eine Antwort. Dann bist du einfach im ewigen Tanzding. Zu wissen, wenn ich was anderes wähle, ob wir den Typ loswerden.
stellt ja das immer wieder automatisch auf dieses VHS, ne? Auch die Lautstärke zurückgemacht. So. Und das Ganze nochmal, weil es so schön war. Kann ich schon. Schade. Ja, ja. Ja, tschüss. Hauen Sie ab. Das waren Karamell-Macchiatoen, glaube ich. Habt ihr gerade Ruckler? Also Karamell-Sirup, Karamell-Soße. Ja, das war's. Ich wollte gerade sagen, Junge. Schon aufgeschäumte Milch. Ach, wieder. So. 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 Jetzt kommt mir gerade sehr laggy im Stream vor, ne? Nix anders eingestellt als vorhin. Es ist sehr laggy gerade, wirklich. Wenn es zu laggy wäre, hätte René ja bestimmt was gesagt. Gehe ich davon aus. So, was wollte die eine amerikanische Waffel? Und Matcha Latte. Ah, sie sind schon da. Ich danke Ihnen. Ja, tschüss. So. Ich verstehe es gerade wirklich nicht. Ganz heck, glaube ich, war es aber jetzt okay, oder? Ach ja, die Zettel.
Und die andere war diese übertriebene Karamell-Ding, ne? Nee. Doch, Karamellsirup. Ups. Ach nee, es war gar nicht so ein Ding hier. Oder? Warte, ich hab's schon vergessen. Stellung mindestens schon dreimal müssen machen. Ah, doch, ich habe aber richtig angefangen, diese Salted Caramel Mocha. Okay. Das heißt, da kommt aufgeschäumte Milch, Karamell, Sirup, Haselnuss, Sirup und Schokoladensauce. Sie bitte auch ab, danke. So, das ist der letzte Versuch, wenn es jetzt wieder hängen bleibt, das Spiel. Dann, ja. Dann war's das für heute. Schon an, der nette Herr. Wer in der Öffentlichkeit eine unsittliche Handlung begeht, wird mit einer Freiheitsstrafe von höchstens 6 Monaten oder einer Geldstrafe von höchstens 300.000 Yen bestraft. Selbst wenn man es nicht als öffentliche Unsittlichkeit ansieht, ist es ziemlich verrückt, um diese Jahreszeit halbnackt zu sein, nicht wahr? Demnach könnte man davon ausgehen, dass hier Drogen im Spiel sind, richtig? Ich gehe nach Hause. Ja, danke. Jetzt geht die Musik normalerweise aus und unsere Schicht müsste zu Ende sein. Putz die Toilette und bring den Müll raus. So war die Tür jetzt schon wieder auf. Wir müssen einmal die Toilette putzen. Es ist neu. Toilettenpapier ist alle. Ist denn auch irgendwo Toilettenpapier? Jetzt sind wir hier gleich beim Toilettensimulator. Wieso habe ich jetzt da einen Wecker? Huch. Was ist denn das? Eine Latte. Na gut, das dürften wir. Ruck hier. So. Wir haben auch andere Getränke als eine Latte, ne?
der Latte. Die haben einen an der Latte. Eine Latte. Muss ich die letzte Latte jetzt noch machen oder nicht? Mach sie mal. Es ist gerade ziemlich dunkel hier. Also. Ich finde den Weg hier nicht mehr raus. Huch! Okay.